Dieses Video erklärte Ihnen, wie ihr Edelmetallpreise in Google Spreadsheets abfragen könnt. Wenn euch dieses Video gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like hinterlässt. Sehen wir uns das nun an. Grundsätzlich dient als Datenquelle folgende Webseite: gold.de. Hier habe ich die Edelmetallpreise Gold und Silber in US-Dollar und in Euros. Mit der folgenden Methode können nun diese Preise abgefragt werden. Ich beginne mit einem ist gleich und einem Import HTML. Mein Ansatz ist, dass ich eine Tabelle importiere und entsprechend in dieser Tabelle mir die notwendigen Felder heraussuche. Ich gebe nun als ersten Parameter die Adresse ein. Ich kopiere diese und füge diese mit Anführungszeichen ein. Als nächstes gebe ich den Befehl Table an und als letzten Befehl gebe ich an, welche dieser Tabellen von dieser Webseite geladen werden soll. In meinem Fall die Nummer 1. Ich bestätige mit Enter und halte nun den Gold- und Silberpreis in US-Dollar pro Unze sowie in Euro pro Unze. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.